Okay, ich geh erstmal. Ich geh. Wow! Wer ist er denn? Ciao! Was ist denn? Hallo, guck mal hier. Ja, das ging ja schnell. Kiste mit was? Kiste mit Granaten? Warum hat jetzt keiner aufgenommen? Ich bin ein wenig verwirrt. So. Lalala. Okay. Da haben wir den Aschenbecher. Wo geht's denn hier hin? Eternal Flame. Eternal Flame. Ah, Picasso, der Chirurg. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Alter. Nein, ich will... Oh. Okay. Kim und Korn gab's ja hier nicht. Wo komme ich hier hin? Nirgendwo. Ich glaube, wir sind gerade hier in der Leichenhalle. Ich kann diese Teufelsdinger überall um mich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Okay, das heißt, wir dürfen uns nicht sehen lassen. Ach, Atomic Kitten war das. Du hast dich vor der Sicherheitskamera versteckt. Ah ja. Wieder am Watscheln ist, wenn der hier in der Hocke ist. Watschel, 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 watschel. Aber irgendwie cool. Dieses alte, oldschool Gameplay ist schon geil. So, haben wir hier ein bisschen. Bisschen Munition. Okay, hier scheint. Ich glaube, hier scheint nichts. Kann ich hier den Knopf drücken? Yeah! Juppie! Da geht der Hochofen los. Kommt da. Ach, der ist wieder rausgefahren. Ist da jetzt irgendwas am Liegen? Ich schau mal eben. Das so wie bei Out. Wo war das? War das bei Outlast? Aber da. Ich glaube, bei Outlast konnte man auch nur die Sachen reinfahren. Ach, Tatsache. Nein. Neues Körpertonikum. Hacker's Delight. Mit Hacker's Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom eines gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Du hast dein erstes Körpertonikum erhalten. Körpertonika machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmide und anderen Tonikum-Typen ausgerüstet. Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit. Boah, das ist aber geil. Huch, ist das egal, welchen Slot ich... Achso. Ja, nehme ich den hier, oder? Beschreibung? Dieser Slot ist leer. Habe ich das... Wo kann ich das denn... Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wo ich... Ich würde gerne wissen, wo ich das jetzt nochmal nachgucke. Huch. Ach so geht über Kim und Korn. Ach so. Hallo. Ich würde das gerne. Schätzchen? Ist das. Das sieht aus wie Öl. Ja, ich bin ein Schätzchen gewesen. Es tut mir leid. Ich.
Delin, Eve-Spritzen und Adam. Das können wir gut gebrauchen. Da schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Ich schaue nochmal eben hier. Naja, hier könnte der Klempner auch mal kommen. Eben geben. Ach, guck mal, Patrick hängt an der Dings. Patrick hängt an der, Scheibe. Wie geil. Na, hallo, SpongeBob. Ja. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere. So, neues Plasmid. Abfackeln. Abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen soll, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Setz das Objekt und Objekte und Kreaturen in Brand. Je öfter du es einsetzt, desto mehr Schmerzen fügt es zu. Ab 12 Jahren aufwärts. Ja, das ist gut. Huch. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ja. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Okay, Pheromone genannt. Wie wechsle ich denn? Ich. Hallo? Ich hätte gerne mal wieder mein anderes Plasmid mit dem Blitz. Wie wechsle ich das denn? Überleg mal, jeder Mensch hätte so eine Kraft irgendwie in Wirklichkeit. Alter, es wird doch so Mord und Totschlag geben. Die Menschen, die würden damit gar nicht klarkommen, glaube ich. Das wäre so... Alter, das... Also die würden so kaputt gehen daran. Was? Drücke L1, um das nächste Plasmid aufzurufen. Ach so. Ach geil, okay. So, dann machen wir es so. Okay. Dann wissen wir das jetzt auch. Hallo, mein Freund. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an die Lustigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse. So, was haben wir hier? Können wir gar nicht lesen. Adam, okay, oh, ja. Wird es lieben. Abgöttisch lieben. Ja, ich werde es lieben. Abgöttisch lieben, natürlich. Ich werde es abgöttisch lieben, dich unter Strom zu setzen. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt es im Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Wer? Da ist aber einiges am Argen gewesen, ne? Auch wie das noch hier lief alles. Wer schießt denn hier vor allen Dingen? Okay, wir müssen anscheinend laut Pfeil wieder nach oben, glaube ich, oder? Nee, warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Funktioniert das? Hey, natürlich. Ist ja geil. Na klar, war doch Eis. Und Eis schmilzt mit Feuer. Hallo? Alter, hast du das gesehen? Schieb da einfach mal die Bar auf mich. Natürlich. Du hast doch gelitten, hast du doch. Ich will noch nicht ins Krankenhaus. Ich meine, ich bin ja sowieso schon im Medical Pavilion. Ich glaube, nächstes Mal, wenn ich im Krankenhaus bin, dann sage ich erstmal, wo ist denn der Medical Pavilion bei Ihnen? Der medizinische Pavillon. Da leuchtet doch irgendwas. Alter, aua. Was ist das? Hallo? Ich wollte dort nur Munition sammeln. Hallo? Hallo?
Ah, okay, ich hab's gesehen. Ich komme. Du Sau. So. Den machen wir nach da. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Den machen wir nach hier. Der nach da. Und der nach da. Und dann, ja, ist schön. Jawohl. So. Da haben wir noch ein bisschen Ruhe. Alter, ich dachte schon, was schießt denn da auf mich? Wie oft ich mich jetzt schon bei dem Spiel erschrocken habe, ist ja unglaublich. Registrierkasse haben wir schon? Hallo? Okay. Vor allem so eine umgebaute Tennisballwerfmaschine als Raketenwerfer. Schon übel. Kommst hier rein, kriegst erstmal so eine Rakete in den Rücken. So. Ich brauche die Pistolen. Ach, hier komme ich gar nicht rein. Ich will das Plasmin haben. Ranch Jockey, was ist das? Kampftonika verändert deine Gene und verbessert so deinen Kampf. Talente. Wie alle Tonika sind auch Kampftonika passiv. Das bedeutet, was bedeutet, dass ihre Effekte automatisch einsetzen, sobald sie installiert werden. Du kannst die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Kampftonika erhöhen, indem du bei einem Gatherer's Garden mit dem Adam der Little Sisters Kampftonika-Slots kaufst. Wenn du mehrere Versionen eines Kampftonikums installierst, addiert sich der Effekt. Ah, so. Dann wissen wir das auch schon mal. Gut zu wissen. Der hat doch gerade noch gelebt, oder? Leadhead Splat. Ich höre schon wieder an der Kamera. Da hinten ist, glaube ich, eine. Da liegt... Ui! Wo ist sie? Ach, da hinten ist sie. Ja, die scheint auch hier runter. Sun is shining. Everywhere sweet dreams. Ah. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44. Dr. Na. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Was? Was ist denn da los? Alter. Die schöne heile Welt hier, Rapture, ist ja doch nicht so schön heil gewesen. So, lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft ausführen können. Ja. Yay! So, haben wir gefunden. Geil. Habe ich Späßchen. Guck mal hier. Warte. Boah, oh, Alter. Liebe Damen, sieht das bei euch auch immer so aus? Nicht böse nehmen. Alter, boah, Riecht fischisch. So, Entschuldigung. So, ich wollte die Pistole wieder nehmen. Okay, die Kamera scheint da hinten zu sein. Das heißt, sie wird wahrscheinlich hier nicht genau. Hier haben wir noch freie Sicht. Das heißt, wir können noch bleiben. Was ist das denn überhaupt für eine Ecke hier mit dem Stuhl? Ja, ich würde gerne mal eben kurz sie begutachten. Also hier möchte ich, glaube ich, auch nicht untersucht werden. Weißt du, hier überall die ganzen Rohre und alles. Nee, lass mal. Hallo.
Ist hier irgendwas Interessantes? Uha. Ach, man kann die sogar hacken. Ah, ist ja geil. Machen wir das mal. Wo muss ich denn hin? Ach, da unten. Oh Gott. Ja, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Die Richtung wäre ganz cool. Und dann bräuchten wir noch so ein... Da haben wir noch einen. Und einen nach unten. Jawohl, läuft. So, sehr schön. Das heißt, die Kamera ist schon mal auf unserer Seite, falls mal was... Hier war doch gerade irgendwas mit X drücken, oder? Ach, hier Leiche durchsuchen. Ach, hier liegt eine Leiche. Okay. Gottes Willen. Boah, ich kann mich noch entsinnen, wie das Spiel rauskam, das mit dem Wassereffekt. Boah, wie alle total begeistert darauf waren, diesen Wassereffekt zu sehen immer. Das war so geil. Das war, glaube ich, auch meines Erachtens nach eins der ersten Spiele, die es hatten. Dieses, wenn man unter Wasser hergelaufen ist, dass dieses Bild so verschwimmt. Ich habe schon wieder... Ist es unser MG gewesen? Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Mhm. Er war auch so ein bisschen selbst von sich überzeugt, ne? Oder ist selbst von sich überzeugt? Habe ich das? Ja, ja. Ah, komm an. Unsere MGs leisten gute Arbeit. Das finde ich sehr schön. Okay, wo müssen wir... Gehen wir mal den Pfeil entlang. Ich habe doch gesagt, ich verlaufe mich. Habe ich es nicht gesagt? So. So, gucken wir mal. Mhm. Boah, geil. Mhm, die Chirurgie. Kommen wir hier rein? Nein. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten. Oh Gott. Ich habe Angst vor Mr. Bubbles. Guck mal, Patrick hat die Farbe geändert. Steht da? Ästhetik are a moral imperative for jede Chirurgie. Oh Gott. Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Das ist er doch, oder? Ist es nicht der Doktor? Der hört sich zumindest so danach an. Zwei Arme, zwei Brüste. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht Hallo. Fertig. Das ist er. Ey. Du Drecksau. Muss einen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Nur Mut. Gott mag keine Drückeberger. Dieser Splicer lässt es krachen wie an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Plasmid in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen, sie wieder an die Kopf werfen. Oder sonst was wegsprengen, was dir im Weg steht. Mhm. Ziel, finde Telekinese. Alter, der schmeißt eine Granate. Willst du mich verarschen? Wo muss ich... Ich habe gerade noch Big Daddy... Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss wieder zurück. Na, kann das sein? Ich glaube, das ist, okay, wir müssen Telekinese finden.
Hallo! Mädels! Alles klar? Wo ist meine Puppe? Ich weiß es immer noch nicht, wo deine Kackpuppe ist. Ich weiß es nicht. Klar. Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch? Ich war doch mal klar. Ich bin. Ein Schnitt! Oh. Natürlich! Ich hab sie. Alter, ich hab sie geblitzt, Dings, und sie läuft einfach weiter. Hast gesehen? Eiskalt. Juckt die einfach mal gar nicht. Sehr unfassbar. So. Dann gucken wir mal. Wo müssen wir denn... Was hat denn der Pfeil? Der Pfeil sagt... Hä? Der Pfeil sagt da lang. Nein, der Pfeil sagt wieder zurück. Hä? Ich bin verwirrt. Ist es... Ah, hier lang, glaube ich, müssen wir. Kann das sein? Hallo? Ach ja, stimmt. Hier waren wir ja noch nicht. Stimmt ja. Das wirkt nicht sehr einladend, wenn ich das mal so sage. Oh Gott, eine Schrotflinte. Jawoll. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44. Dr. Su Shong. Kunde Fontaine Futuristics. Verband ist weiß, männlich. Alter! Aua, Alter, lass das! Hör auf damit! Alter, was? Ihr wollt mich doch verarschen. Wartet mal eben. Wer will nochmal werden noch nicht? Alter. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Puh, da haben sie mich aber jetzt aus der Ruhe geholt. Aus der Fassung gebracht. Ich war so schön im Gemütlichkeitsmodus hier beim Zocken. Weißt du, kennst du das, wenn du so im... Wenn du so im Gemütlichkeitsmodus bist, so schön entspannt auf der Couch, tralala, und dann auf einmal stresst dich das Spiel so ein bisschen. Weißt du, will dich mal testen, ob du nicht einschläfst vor der Konsole. So ging's mir gerade. Ich sitze hier schön in meinem Stühlchen, ne? Und tralala, und dann auf einmal, ja, mach mal. Okay, wir könnten ein paar Eve-Spritzen gut gebrauchen. Alter, aua! Ernsthaft? Der ist hier drin, okay. Dann gehen wir erstmal... Nein, ich würde gerne was ausprobieren. Geht das? Aber eine Kamera ist hier, ne, oder? Zumindest da. Ja, au, aua, lass das. Aua, au, 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 au. Okay, da kommen wir so nicht rein. Okay, wir könnten es versuchen, so und dann durch die Scheibe zu springen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die kaputt kriegen, die Scheibe. Oder beziehungsweise ob wir da durchspringen können. Ich werde es mal probieren. Nein, nein, das geht. Nein, das geht natürlich nicht. War ja klar. Warum sollte das auch funktionieren? Aber hey, die können wir mal nachladen und wir können die Flinte einfach mal ausprobieren. Yeah. Voll geil. So. Alter, 16 Zuschauer. Seid ihr wahnsinnig. Vielen Dank und willkommen zur Let's Play Live, zum Live-Let's Play von Bioshock. Der Collectors Edition. Da musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunder. Deutsch. Sie konnten nur an eins denken: an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Ja, wir haben was Nützliches erforscht. So, da lang, dann da lang und dann noch einmal da lang und dann müsste es eigentlich passen. Jawohl. Sehr schön. Jetzt haben wir uns geheilt. So. Ich will nicht so... La 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 la. Da kann ich ja gleich mal mitsingen. Hallo Freunde,
Mein Name ist Peter Maffay und ich bin zu klein. Wie geil mich das Spiel aber auch an das alte Gameplay, als Shooter-Gameplay erinnert. Das ist abnormal. Safe hacken? Oh, cool. Wir probieren es mal. Der ist bestimmt schwer zu hacken. Der ist bestimmt schwer zu hacken. Der ist bestimmt sehr schwer zu hacken. Der ist bestimmt sehr, sehr schwer zu hacken. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Jawoll. Geil. Und Kohle ohne Ende. So. La 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 la. La la la. Gucken wir, was. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Dann probieren wir es mal aus. Telekinese, heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie auf Gegner. Was muss man sonst noch wissen? So, du hast keine Slots mehr. Ja, wir müssen das jetzt ersetzen. Das mit dem Feuer benutzen wir eh momentan nicht. Ich ersetze das mal. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Diese Videos, ne? L2 gedrückt, um Objekte zu greifen. Okay. Lasse L2 los, um sie zu werfen oder durch 4, um sie fallen zu lassen. L2. Huch. Okay. Probieren wir mal aus. Alter, aua. Ah, geil. Okay. Kostet natürlich Eve, ist klar. So, jetzt haben wir Ciao. Mit V. So. Jetzt können wir ja theoretischerweise dann auch quasi... Ah, ich verstehe. Ich verstehe schon. So. Okay. Okay. Lalalala. Dann haben wir jetzt Telekinese, haben wir schon drei Plasmid. Hallo, mein Freund. Schmeiße Granate, komm. Das klappt ja super. Warte mal. Aua. Das war nicht so super. Weil er eine Granate noch fallen gelassen hat. Aber wir haben das Plasmid eingesetzt und das ist sehr sinnvoll. Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat. Aber er ist auch gefährlich. Jedes Leck ist ein Warnsignal. Melden Sie dem Zentralrat umgehend jeglichen Wassereintritt. Da hat er wohl recht. Ja, und mit den Worten möchte ich mich mal ganz kurz in eine, ja, Folgenpause verabschieden. Ja, ich wünsche dir auf YouTube erstmal viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Bioshock und dann schaltest du wieder ein. Also, bis demnächst. Tschüss.